Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen offscreen weitergearbeitet. Hier die Draw, glaube ich, hatte ich schon mal gezeigt. Und, naja. Hier in der Welt ist jetzt einiges dazwischen gekommen. Ich habe mir gedacht, naja, das Ganze hier aufzubauen wäre ein bisschen langweilig. So, habe dann schon mal ein bisschen angefangen zu verkabeln. Hier haben wir schon mal Strom dran. Da drüben ist Strom. Hier müssen wir noch Strom ran klatschen. Es sind noch nicht alle Seeds verbaut. Aber man merkt schon ein bisschen, die Framerate-Zahl, die wackelt schon ein kleines bisschen. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir, wenn wir hier sind, gucken müssen, dass wir nochmal so einen Notschalter einbauen. Also so einen Stopp für alle Harvester. Dass das alles hier groß ist und dann ist gut, weil so geht es klar. Bloß ich habe wie gesagt nur die Befürchtung, wenn das dann soweit ist, dass hier Dauerbetrieb herrscht, dass es das dann war, dass wir dann uns hier kaum fortbewegen können. So, ich würde dann jetzt aber erst einmal sagen, wir gucken mal, wie das jetzt hier ausgeht und wir machen einmal den hier. Strom fängt dann zu laufen. Ich bin gerade zu blöd, um hochzuspringen. Na? Oh ja, es geht los, es geht los. Zeug wird abgeerntet, wächst nach. Juhu, wir haben es geschafft. Spiel durch. Nur ein Problem, es wird nicht alles abgeerntet. Fällt mir gerade auf. Wir haben hier die Upgrades vergessen. Und die, beziehungsweise ich und die Void Fluid Pipes. Aber wir können ja mal dann erstmal rüber gehen. So. Oh, wie schöne FPS. Oh, schau das Stadt mal an. Da kommt das Zeug schon an, so gefällt mir das. Ich glaube aber, wir werden hier noch ein paar Drawer anschließen müssen. So. Schauen wir uns nochmal die Void Fluid Pipes an. Brauchen wir eine Void Transport Pipe? Das ist Glas, Redstone und Black Dye. Haben wir hier noch Inksex? Sehe ich jetzt gerade nicht. Sollte aber kein Thema sein. Hier haben wir Glas. Pulverized Coal, geht das? Das wäre zu geil. Weil ich mein Pulverized Coal zählt auch als Farbe. Jawoll. Und wir brauchen Pipe Sealant, das ist Kaktusgrün. Und Kaktusgrün können wir so ganz einfach machen mit der Dye Essence. So, das sollte je nachdem schon reichen. Im Notfall kann man ja immer noch neue machen. So, die haben wir. Und wir brauchen jetzt die Range Upgrades. Ja, okay. Und ich glaube, dann müssen wir bis auf Kupfer oder? Nee, Iron sollte reichen. Das heißt aber im Klartext, wir werden eh alle machen müssen. Davor. So, nehmen wir uns mal hier so 32 davon. Ein paar Goldnuggets. Wo haben wir hier Kobbel? Brauchen wir. So. Was war das jetzt noch? Das war das Dias und Plastik, ne? Genau. Das wird an Dias nicht reichen. So vielleicht schon eher. Oh, wie schön das ist. Ich habe echt ein Gefühl, das wird jetzt morgen verlaufen. So, Raw Plastik. Haben wir hier schon mal was? So, das wird jetzt hier ausgetauscht. Dann brauchen wir als nächstes Lapis.
Ich habe echt ein Gefühl, das wird ein bisschen Absturz werden für die Welt. Und wir brauchen dann noch ein bisschen Rubber. Haben wir hier zum Glück noch die Essenz. Das war jetzt fast gut von mir, aber auch wirklich nur fast. Hauen das mal hier rein. Warten einen Moment. So, und währenddessen können wir mal gucken, wie wir jetzt weiter vorgehen können. Schauen wir uns mal die Quests an. Wir könnten jetzt hier Delta Maschinen bauen. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Gamma ja gut. Beta würde ich jetzt erstmal sagen, schieben wir was zurück. Wir können zwar hier die Rüstung noch sowas machen, aber naja. Ich würde halt erstmal gucken wegen der Essenzen. Hier brauchen wir ja für die Furnace. Aber ich will erstmal die Temperio-Essenz für die Nether-Star-Seeds hinkriegen. Alpha. Ja, schön und gut. Epsilon. Können wir in Richtung Mechanismen was machen? Je nachdem, ja. Theta, naja. Elsa habe ich jetzt nicht so wirklich viel Bock drauf. Und Zeta, Mine Factory Reloaded und hier Quantum Flux, naja. Das heißt, wir sollten uns wieder ein eigenes Ziel setzen und nicht nach den Quests gehen. Und dafür habe ich mir überlegt, wird es mal Zeit, dass wir langsam in Richtung ME-System gehen? Das heißt, wir brauchen den ME-Controller. So. Wenn wir uns jetzt das Rezept anschauen. Also das Einfachste wäre, glaube ich, hier die Skystone-Blöcke. Pure Fluix, das können wir jetzt ohne Probleme machen. Das ist überhaupt kein Thema. Concentrated Cloud Seed. Wenn wir uns das mal anschauen, das ist ein Wet Salz mit Cloud Seed. Und Cloud Seed ist Clay und Schnee mit Wasser. Das ist also überhaupt kein Thema. Machine Frame Resonant ist so gesehen für uns nur noch Zeit. Klar, Zombie Electrode, wir müssen Zombies wieder schlachten, aber ich glaube, das ist nicht das Thema. Der schwierigste wird das hier sein und das hier sein. Warum wird der hier schwierig sein? Wir brauchen einen Scriber. Hier die Print Presses, das ist ein Witz. Wenn wir uns aber mal den Scriber anschauen. Wir brauchen Carbon Wafer und Carbon gibt es nur. Ja. Auf der Venus. Das heißt, wir müssen Galactic Craft machen. Ist an sich kein Thema. Wir haben die Ressourcen dafür, das ist überhaupt kein Thema. Ist es aber nervig. So, wenn wir jetzt aber mal mit dem E-Controller schauen. Osmium-Kristall. Schauen wir uns den Weg an. Wir brauchen einen Chemical Crystallizer. Das sollte kein Thema sein. Einen Chemical Washer. Auch nicht. Chemical Dissolution Chamber. So. Dafür brauchen wir Sulfuric Acid. Das ist ein Chemical Infusor Water Vapor. Dafür braucht man Rotary Condensator. Und wir brauchen Sulfur Trioxide. Brauchen wir nochmal Chemical Infusor mit Oxygen. Hier brauchen wir Electrolytic Separator. Das ist kein Thema. Und Sulfur Dioxide. Das ist ein Chemical Oxidizer. Das heißt, wir müssen jetzt Mechanism ordentlich anfangen. Und Galactic Craft. Das heißt im Klartext, wir haben einiges zu tun. So. Ich würde sagen, wir gucken dann sogar echt mal, dass wir zuerst hier Galactic Craft hinter uns kriegen. Weil ich glaube, das ist so relativ der schnellere Weg. Jetzt brauchen wir Zinn. Und wir brauchen danach Eisen. Zack und zack. Was fehlt jetzt also Redstone? Zack. Was fehlt jetzt? Also, oh, Plastik. Jetzt fehlt Zinn. Nehmen wir gleich nochmal hier so einen Block mit und. So. So, jetzt aber zack. Zack. Gut, gehen wir mal rüber. Das ist so schön. Oh ja, die FPS sind gut. Machen wir mal den hier und
den hier. Dann machen wir den hier und den hier. Den hier und den hier. Ich glaube, hier wird aber das größte Problem sein. Und wir müssen gucken dann, dass wir drüben, damit hier das nicht voll läuft, Speed Upgrades machen. Hier können wir das schon mal reinpacken, aber das ist natürlich in Betrieb. Oh, da seht ihr diese wundervollen FPS? Also ich sehe sie, die liegen irgendwo auf dem Boden. Die sind gedroppt. Und genau deswegen würde ich das Last Millennium benutzen. So, gucken wir mal hier rein. Habe ich mir schon fast gedacht, das läuft voll. Oh, es ist so schön. Wir haben Ressourcen am Mess. Schauen wir uns mal die Speed Upgrades an. Hier die Electrical Steel, Eisen, Piston und Redstone Torch. Electrical Steel haben wir. Eisen haben wir. Redstone Torch. Komm, benutzen wir hier nochmal das Redstone. Alles klar. Eisen. Holen uns nochmal ein bisschen Holz von drüben. Und dann könnten wir so größtenteils auch schon alles hier craften. Die haben wir noch da. Die crafte ich jetzt nicht. Hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte reichen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ja, es läuft voll. So. Ich glaube, jetzt kommt es hinterher, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Einziges Problem, was wir jetzt noch haben gerade, ist, wir bräuchten, glaube ich, neue Drawer. Ja, das sieht sehr schwer danach aus. Weil Kohle passt schon nicht mehr rein, Blaze Essence passt nicht rein. Blaze Essence passt nicht rein, habe ich dafür nicht einen Drawer gemacht? Echt nicht krass. Hier habe ich noch zwei Stück. Schon mal hier mal ran, dann kann wenigstens ein bisschen noch reinrutschen. Glowstones sind gerade wichtiger. Gut, und dann, das kann ich später machen. Das sollte jetzt erstmal nicht so wirklich voll laufen. Schauen wir mal, wie wir jetzt weitermachen. So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir für eine Rakete brauchen, da werden wir erst auf die Tier 1 gehen. Das ist ein Tier 10. Wir wollen auf die Tier 1 Rocket. So. Wir brauchen auf jeden Fall eine NASA Workbench. Dann brauchen wir Heavy Duty Plates, die in einem Kompressor hergestellt werden. Das heißt im Klartext, wir brauchen eine NASA Workbench. Und Kompressor. So. Die NASA Workbench. Ist nicht wirklich schwierig. Können wir aber jetzt noch nicht machen. Dafür brauchen wir erst einen Kompressor. Wo ist denn der noch? Bin ich gerade blind, dass ich den nicht sehe? Ich glaube, der wird mir gerade hier gar nicht angezeigt, ne? Auf jeden Fall, für den Kompressor brauchen wir Machine Housing, Steel Plates, Dark Steel Anvil und Electrotin Alloy Ingots. So. Electrotin Alloy Ingots haben wir. So. Dann. Ich weiß, wieso der nicht angezeigt wird.
So, jetzt sollte er. Genau, da ist er doch. Steel Plates haben wir noch Stahl über. Hier gerade nicht. Machen wir schon mal den Dark Steel Anvil. Machen wir so. Nehmen wir hier das mit für die Steel Plates. Du-du-du-du-du-dum. Hier ein Engineer's Hammer. 1, 2. 1, 2. So. Dann nehmen wir den hier raus. Die dahin. Komm, den machen wir auf. Haben wir den Dark Steel Anvil? Und alles, was wir haben, legen wir jetzt mal bereit. So und so. Mein Gott, das Mauspad richtig hinlegen. So. Jetzt brauchen wir nur noch ein Machine Housing. Das ist eigentlich auch gar kein Thema. Wir brauchen Kobber. Haben wir ja zu Genüge, habe ich ja zu Genüge vorbereitet. 4 Brass und Carbide Ingots, aber ich glaube, die habe ich jetzt nicht mehr, ne? Ne. Dann machen wir davon mal so ein bisschen auf Vorrat. Holen uns einmal Kohle. So. Und war das andersrum? Tatsache. Ja gut, dann machen wir das später auf Vorrat. Jetzt bin ich gerade verwirrt. So. Wann bin ich denn mal nicht verwirrt? Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Gut, ein Iron brauchen wir. Für unser Machine Housing. So. Zack. Haben wir. Zack. Haben wir. So. Machine Housing. Kompressor. Haben wir noch gar nicht freigeschaltet, die Questline, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir mal so machen, weil das geht nicht mehr klar so. So, können wir auch auf den Elektrokompressor gehen? Könnten wir, aber es wäre jetzt gerade, glaube ich, noch nicht so gut. So, den stellen wir uns dann mal hier hin. Ungefähr da so. Wochen Kohle. Und dann gehen wir mal Richtung NASA Workbench. Was braucht die für Platten? Compressed Titanium. Titanium haben wir. Oder Titan. Das sollte so hinhauen. Und gerade weil es sich anbietet. Zack. Passt. So, dann schauen wir dann mal, was wir für die Tier 1 Rocket an Platten brauchen. Wir brauchen Stahl. Stahl, Alu, Bronze. So. Alu haben wir hier gerade kaum da. Da, aber pff, machen wir jetzt ein bisschen Alu. Machen wir 2, 6 Blöcke. Dann sollte das ja wohl schon mal reichen. Zum Glück haben wir hier Fuel, dann geht das auch schon eindeutig schneller. Stahl brauchen wir. Bronze haben wir, glaube ich, noch da. Wobei das auch nicht mehr so wirklich viel ist. Aber naja. Machen wir hier Compressed Titanium fertig. Für die NASA. Ein Electrotin Alloy Ingot und eine Pneumatic Wrench. Electrotin Alloy. War einer, ne? Genau.
Dann. Krass, das Eisen geht aus. Machen wir uns mal ein paar Steel Casings auf Vorrat. Ja, passt irgendwie. Und so, das passt. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen Stahl raus. Steel. Machine Frame Basic. Brauchen wir Inver Glas? Inver haben wir nicht? Haben wir nicht? Inver haben wir echt nicht. Machen wir uns Inver. Ich fällt mir das gerade so scheißegal, ne? Das ist krass. So, dann kann das rein, das rein, das rein. Und dann brauchen wir noch Energetic Alloy. So. Das sollte dann für 4 reichen. Und voilà. Und dann mache ich jetzt gleich noch die NASA's Station soweit fertig. Fertig bauen tue ich sie nicht. Beziehungsweise ich bereite schon mal einiges vor. Sowie Platten für die Rakete. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Project Orso 2. Bis dahin, tschüss. Hallo?